back in ETV. Hallo. Welcome to Balcony TV Berlin meets Darf Maiden Berlin. Ja, wir sind hier am wunderschönen Kotti auf dem Balkon des Comebackpackers Hostels. Mein Name ist Ronja, ich bin von Star FM und wir bringen dir jede Woche die neuesten und coolsten Rockbands live ins Radio und heute eben auch auf diesen besagten Balkon. Ich bin nicht alleine hier, sondern natürlich, du siehst es schon, mit der Band Bonsai Kitten. Ich darf vorstellen Sängerin Tiger Lily Marleen, Gitarrist Heiko Strom und Bassist Spox. Erstmal, du siehst großartig aus. Ich liebe dein Make-up. Ja. Was macht ihr für Musik? Wie würdet ihr die selbst beschreiben? Ich würde sie als Riot Rock bezeichnen. Das ist eine Form aus Rock'n'Roll und Rockmusik und Punkrock. Es ist so ein bisschen ja, in die Fresse. Obwohl wir heute eine Ballade vorstellen. Aber ja. Ihr spielt einen Song von eurem letzten Album, das heißt Occupy Yourself. Das neue ist aber schon in der Mache. Wie heißt der denn? Wir spielen heute I Can Give You Love, weil uns es ankotzt, dass so viel Krieg in der Welt herrscht. Und was gerade abgeht, ist einfach nicht zu ertragen. Deswegen brauchen wir mehr Liebe, auch wenn es schnulzig klingt. Das ist einfach unsere Message heute zur Weltlage. Viel Spaß dabei und gut hinhören. You're on my mind in the morning without a warning, and I think I can fly, 'cause I know you will see you're the right one for me. Till then I will get by. You never look into my eyes, and deep inside me something dies. Charming, it's almost alarming how you can get me high, and I know you will see you're the right one for me. It's us until we die. My heart is beating just for you.
unser Kitten war das mit I Can Give You Love. Und jetzt wird es wieder Zeit, dass wir ein bisschen mehr von euch erfahren bei unserem Balkonbekenntnisse-Interview. Meine erste Frage, wir sind hier ganz nah am SO36, dem legendären Punk-Club Berlins. Welche Story habt ihr bisher noch nicht eurer Mama erzählt, die ihr aber jetzt quasi erzählt, was ihr im SO36 erlebt habt? Eigentlich, also mir war es ganz cool, ich bin ja eigentlich aufgewachsen im SO36, also es war mein Wohnzimmer, ich bin hier in Kreuzberg aufgewachsen und ich bin, war dort jeden Donnerstag und dann morgens wieder zur Schule am nächsten Tag und ich habe meiner Mutter eigentlich sowieso nichts erzählt. Sowieso erzähle ich meiner Mutter nichts, ist immer besser, aber ihre Antwort war trotzdem, also sie hat immer gesagt, bring am nächsten Tag einfach Brötchen mit. Also wenn der Bäcker aufmacht morgens um 6, habe ich einfach die Brötchen mitgebracht und dann war es auch gut. Ja, guter Deal, würde ich mal sagen. Ja. Du trägst seit Jahren deine Haare rot. Wie ist eigentlich deine Naturhaarfarbe? Keine Ahnung. Ich habe sie seit der 8. Klasse nicht gesehen. Also manchmal, wenn es so ein bisschen rauswächst, kann ich ja ahnen, dass es vielleicht so wie deine ist oder ein bisschen heller, aber ich weiß es nicht. Und es interessiert mich auch nicht. Der Song I Can Give You Love, den wir eben gehört haben, der war eher eine ruhigere Nummer für Bonsai Kitten. Eigentlich geht ihr richtig auf die Decke. Eure Bühnenshows, die sind sehr wild, dafür seid ihr auch quasi bekannt, legendär. Was ist schon mal passiert bei euch bei den Bühnenshows? Ist da schon mal was kaputt gegangen oder vielleicht jemand bei euch kaputt gegangen? Ich bin von der Bühne gefallen, aber zu wirklich, ich meine, wenn du dich die ganze Zeit im Kreis drehst, dann irgendwann... weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Das Publikum auch nicht, aber sie haben mich aufgefangen. Zum Glück haben mich wieder hingestellt und dann ging es weiter. Es war super. Sehr gut. Bonsai Kitten hier beim Balcony TV TV Interview. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, dass ihr da wart. Mehr Rock habt ihr natürlich demnächst wieder auf Balcony TV und auch auf Star FM Maximum Rock. 87,9 ist unsere Frequenz und Made in Berlin ist unsere Rubrik, in der wir jede Woche neue Bands aus Berlin vorstellen. Da kannst du dich auch anmelden. Alle Infos dazu findest du auf starfm.de. Balcony TV.